So, ja, nachdem wir dann jetzt gerade gestorben sind. Also die Quest habe ich abgegeben, da hat er anscheinend dann mal gespeichert. Ich bin aber eben in diese Richtung hier gelaufen, das weiß ich noch. Da hinten läuft einer rum. Ja, jetzt muss ich ja jetzt hier komplett paranoid sein, weil ich ja jetzt immer denke, dass da jeder mir entgegenkommt und mir was Böses will. Das ist doch blöd. Was ist das? Ah, okay. So. Wo ist denn jetzt das Ziel hin? Da, das ist noch ganz weit entfernt. Schauen wir mal eben. Moment, da ist ein Ausrufezeichen. Wieso ist da jetzt ein Ausrufezeichen? Wir waren doch hier vorne, sind wir doch gerade ein Ziel gefolgt. Hä? Ach so, da ist auch ein Ausrufezeichen. Ah, okay. Ja, dann gehe ich jetzt erstmal zu dem Ausrufezeichen. Da sind Banditen. Ja, jetzt sehe ich das auch. Die haben diese Dinger auf dem Kopf. Na toll. Das hätte er mir jetzt auch vorher sagen können. Da hinten ist auch irgendwas mit Fragezeichen. Okay, gut. Also, dann werden wir uns mal... An welche Richtung war das jetzt? In die Richtung, oder? Was ist da? Ach nee, von da bin ich rausgekommen. Ah, ja, genau. Das heißt, ich bin hier... Genau, ich bin nämlich hier rumgegangen. Und da sind diese blöden Idioten, die mich besser nicht sehen sollten. Das heißt, typisch Assassine, werden wir uns jetzt dorthin begeben, wo uns der Gegner nicht sieht. Auch wenn das natürlich mit Pferd trotzdem irgendwie besser und schneller gewesen wäre. Oh, ich dachte gerade schon, da sind so viele Leute im Massenauflauf hier. Da haben wir noch was. Keine Ahnung, was es ist, aber wir nehmen es mit. Eisenbrocken. Sternobservatorium. Ist das gut oder schlecht? Ich möchte nicht... nein. Ich dachte, das war der Schnellspeichermodus, wenn ich nach oben klicke. Okay, anscheinend nicht. Da unten läuft einer, aber der sieht eher aus, als ob der harmlos ist. Jetzt habe ich vergessen, wie man es kennt. Oh nein. Das ist schlecht. Oh, das war Ausweichen. Mein Pferd! Pferd! Bist du mein Pferd? Habe ich dich gerade gerufen? Ich glaube, ich habe dich gerade gerufen. Ich habe dich gerufen, indem ich nach unten, glaube ich, gedrückt gehalten habe. Oh, Pferdchen, ich könnte dich Josie. knutschen. Die Frage ist jetzt nur... Das ist cool, dass man das Josie. so vom Pferd aus machen kann. Die Frage ist jetzt nur, ob hier jetzt auch noch Banditen sind. Ja, nix, hoho. Ich muss nur mal gucken hier. Los. Oh, hier ist einer erhängt worden. Banditenanführer töten. Und weiter. Los. Irgendwie ist das jetzt nicht so günstig. Ich glaube, ich lasse das Pferd mal hier stehen. Ich vergesse immer, dass man das gedrückt halten muss. So, Banditenanführer töten. Der ist jetzt da in der Bucht oder wie sehe ich das jetzt hier? Ich sehe dich, du rennst gerade weg. Bleibst du stehen? So, mal schauen. Ich darf mich hier nicht erwischen lassen. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Da hinten läuft einer. Wir müssen den Anführer töten. Okay.
Wenn zwei Banditen Anführer, eine Geisel befreien und drei Schätze plündern. Okay. Das heißt, nichts ist okay, aber wir probieren es mal. Ich glaube, ich speichere vorher mal kurz. So. Da hinten? Doch, da hinten ist einer. Ah, das ist... Muss ich dich befreien oder bist du schon tot? Ich glaube, du bist schon ausgeblutet, oder? Okay. Oh, da oben? Moment. Ich hoffe, das sind jetzt nicht alles Level 5er, weil dann habe ich ein Problem. Kann ich den guten... Ja, den kann ich rausholen, okay. Da unten muss ich anscheinend hin. So wie es aussieht. Oder habe ich mir das nur markiert? Das kann natürlich auch sein. Die Frage ist nur, kriege ich die... Auch durch ein Attentat hin, auch wenn die zum Beispiel Level 5 sind. Da unten läuft doch einer rum, da ist noch einer. Da sind, boah, da sind aber ganz schön viele hier. Okay. Gut. Nein, geh runter, geh runter. Hock dich wieder hin. Wieso hockt die sich jetzt nicht hin? Jetzt ist er weg, okay. Hm, kann ich hinter den her? Der tötet mich wahrscheinlich jetzt, oder? Danke dir, meine Freiheit. Ach, da ist der Typ, na toll. Nein, brauchst du nicht. Tschüss. Oh, oh, ich wollte eigentlich erstmal wissen, welches Level der hat. Hilfe. Oh, der ist Level 4. Scheiße. Nein, lauf. Ja, nein, ich... Hallo, ich will kein Foto machen. Lass mich raus. Oh, Mist. Sie ist entkommen, das hört sich gut an. halte A gedrückt, um aufzutauchen. Sind die jetzt immer noch hinter mir her? Ich wollte mich jetzt eigentlich nur hier ein bisschen regenerieren. So, das scheint aber geklappt zu haben. Vielleicht können wir denn ja irgendwie von der Seite angreifen. Weil jetzt, im Gegensatz zu eben, sind die nämlich sehr schön verteilt. Ich hoffe, hier sind keine Haie drin. So, die sind da jetzt so ein bisschen... Bisschen verwirrt gerade. Komm her, komm her. Blöd ist, wenn ich den einen zu mir hinpfeife, kommt der zweite wahrscheinlich auch gleich. Okay, das klappt anscheinend nicht.
Ach du Blödmann, jetzt laufen sie beide in die Richtung. Das Problem ist, wenn ich... was ist das denn jetzt hier? Warum bin ich jetzt da so dran? Wenn ich den einen angreife, dann ist der andere direkt immer in der Nähe. Hallo! Boah, bei Level 4, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt kann. Jetzt mal ganz ehrlich. Ah, da hinten ist der Anführer, so wie es aussieht. Ich würde schon fast sagen, dass ich das jetzt erst später mache, aber ich guck mal eben, ob die vielleicht hier noch rumkommen. Sieht aber irgendwie nicht so aus. Dies war einst ein freundliches Dorf, doch nun ist es ein Hort der Anarchie und Gewalt. Jetzt läuft der natürlich auch noch hier rum. Kommt der denn vielleicht alleine hier rum? Das wäre natürlich cool. Nee, jetzt rennt er wieder weg. Och, was ist das denn für ein Blödmann? Oh, sowas nennt sich dann Anführer. Wo sieht der mich von da? Der ist reingegangen, oder? Nee, der ist da oben. Aber der guckt so komisch. Sehe ich mir mal an. Ja, komm her. Komm her. Noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen. Jetzt stirbst du! Schön hier oben bleiben. Ich krieg dich. Boah. Falsche Richtung, falsche Richtung. Nein! Du Arschloch, ich hab dich doch gerade kaputt gemacht. Ach so, macht das doch keinen Spaß. Das war vor 3 Minuten. Niemand darf mich entdecken. Ja, niemand darf dich entdecken, Mädel. Du sollst die Leute hier umbringen. Das ist ja das Problem. Was muss ich denn noch machen, außer den Schätze plündern. 2 Banditenanführer sogar töten. Oha. Das ist natürlich krass. Komisch. Ich sollte mal nachsehen. Ja, aber ganz schnell, bevor die anderen da sind. Was? Du da? Hallo. Nein. Ich will den nicht aufheben, ich will den plündern. Wer redet denn da? Die eine habe ich doch schon befreit. Moment. Ja, die habe ich befreit. Hilfe! Ich bin hier eingesperrt!
Ich hab dich doch schon befreit. Oh, Entschuldigung. Bitte, bitte, gern geschehen. War nicht ganz so wie geplant, aber ist auch okay. Dies war einst ein freundliches Dorf. Doch nun ist es ein Hort der Anarchie und Gewalt. Oh, ich glaube, sie haben gerade die jetzt frei ist im Visier. Ja, das sieht irgendwie so aus. Jetzt habe ich sie leider etwas abgelenkt. Jetzt kann ich den Typ ja gar nicht töten. Das ist aber doof. Haben die jetzt getötet? Ach, jetzt gehen die mit alle mit hoch, oder was? Hallo? Nee, oder? Nee. Okay. Ich probiere das jetzt noch einmal, diesen Kerl da zu kriegen. Oh, oh, oh. Wieso sind da jetzt zwei? Ist nicht gut. Ich hoffe, die sehen mich jetzt nicht hier. Ja, setze ich genau dahin, wo ich jetzt... Boah, ich kann nicht mehr reden, wo ich das jetzt gar nicht gebrauchen kann. Jetzt kann die da nicht durch, oder was? Nee, ne? Komm. Yes. Nein. Weg da. Und tschüss. Hilfe. Aber ich habe den einen Idioten gekillt. Ha. ja, ich habe zwar dann irgendwie alle auf mich aufmerksam gemacht, aber immerhin. Das mache ich jetzt die ganze Zeit so und dann habe ich irgendwann alle gekillt. So. So, das kann ich jetzt nicht machen, weil ich nicht drin, draußen bin. Okay. Und das kann ich jetzt nicht machen, weil ich nicht im Einsatzgebiet bin, nehme ich mal an. So. Das war jetzt aber kein Banditenanführer. Ich denke, der ist da eben hochgelaufen. Na toll. Ich werde aber trotzdem sagen, dass wir das etwas anders machen, weil das ist ja ganz offensichtlich nicht mein Einsatzort. Es kommt ein Schiff gefahren. Oh. Der ist bei mir in der Nähe. Das ist bestimmt der, wo ich eben durchgelaufen bin, oder? Ort synchronisieren habe ich gemacht. Hier hätte ich noch einen Ort. Nee. Schnellreise. Ach, das ist für die Schnellreisen. Okay. In den Fußstapfen der Götter, Nachrichtentafel, Sami. Ich habe schon wieder Salami gelesen. Verlassenes Haus. Da soll ich plündern. Dann mache ich das doch mal zu meiner Rechten. Unentdeckter Ort. Ja. Ich weiß nämlich jetzt so auf Anhieb nicht, wo ich jetzt eigentlich hin muss. Treibe das Geld von einem Händler in Sami ein. Aber wo... Ach Moment, Sami habe ich doch eben gelesen. Verlassenes Haus. Sami, da oben. Da müssen wir sowieso in die Richtung. Ja gut. Das ist wirklich, um das Pferd zu rufen. Wie hammergeil ist das denn bitte?